Der NDR hat für Hallo Niedersachsen einen neuen Hetzbeitrag veröffentlicht, der sich gegen den Biologen Markus Fiedler widmet. Ihr kennt wahrscheinlich alle Markus Fiedler vom Format Neues aus Wikihausen. Darauf werden wir auch nachher nochmal zu sprechen kommen, denn er hat auf diesen NDR-Beitrag auch selbst ausführlich reagiert. Von mir kommt jetzt eher eine spontanere Reaktion und ich kommentiere das, was der NDR hier so berichtet und berichtet hier wirklich in ganz fetten Anführungszeichen. Ja, wie gesagt, eher spontan. Also, los geht's. Wenn es in Oberndorf etwas zu besprechen gibt, dann trifft man sich in der Kombüse. Das machen die Bewohner hier regelmäßig und ein Thema beschäftigt sie nun schon seit dem Spätsommer. Ist an der örtlichen Schule ein Lehrer, der in seiner Freizeit Verschwörungstheorien im Internet verbreitet? Das hatte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet. Das ist schon, ja. Bevor wir uns jetzt hier diese netten Anwohner anhören, ja, was sind überhaupt Verschwörungstheorien? Der Begriff Verschwörungstheorie kommt von Karl Popper. Das ist ein berühmter Wissenschaftstheoretiker, der übrigens auch Mitglied in der Montparnasse-Gesellschaft war. Und der wird seitdem es Kritik an der offiziellen Untersuchung der Kennedy-Morde gab, von westlichen Geheimdiensten und Regierungen verwendet, um Kritiker ja eben von ihrem Vorgehen zu kritisieren, um die zu diffamieren, um die zu diskreditieren. Eine ziemliche Marke, ne, wenn eine Schule mit sowas also behaftet wird. Wir waren schon bestürzt, weil wir unter die. Mir fällt gerade das Lied, was in der Zeitung steht, von Reinhard May ein. So, der Spiegel schreibt etwas, das muss ja stimmen. Also der Spiegel, der wird sich das ja nicht ausdenken oder da irgendwas in diffamatorischer Absicht veröffentlichen, was überhaupt nicht stimmt. Stützen die Schule von Anfang an. Also ich war ganz erstaunt, dass das so da ablaufen soll. Wenn da was in der Zeitung steht, dann ist da auch meistens eine Kleinigkeit dran. Das halte ich für Wie gesagt, ich kann euch das Lied von Reinhard May empfehlen. völlig ausgeschlossen. Es geht um diese Schule, die Lernart. Das Lied können wir leider nicht reagieren, da das halt unter Copyright fällt. Also das würde mir hier weggesperrt werden. Schule, eine Schule in freier Trägerschaft. Hier ist Markus F. Lehrer, ein Mann, der das Weltgeschehen in Frage stellt und im Internet Stellung zu vielem bezieht. Stellt das Weltgeschehen in Frage, also das, was eigentlich früher mal Journalisten gemacht haben, beziehungsweise eigentlich noch machen sollten. Corona-Krise, Klimawandel, Ukraine-Krieg. Und dabei fallen fast nebensächlich auch solche Sätze. Ich muss ja kein Verehrer vom Kaiserreich sein, nur um festzustellen, dass Deutschland nicht souverän ist. Oder dieser, indem er die Deutsch. Das ist aus dem Kontext gerissen. Markus Fiedler hat sich vorher ganz klar von Reichsbürgern und so, ja, von denen distanziert und gesagt, dass jede Kritik an der mangelnden Souveränität Deutschlands in diese Reichsbürgerecke gestellt wird. Und genau das sehen wir hier. Also genau das, was Markus Fiedler selbst kritisiert hat, macht dieser Beitrag hier gerade. Deutsche Zeitungslandschaft mit dem Propagandablatt der NS-Zeit vergleicht. Ja, mit dem Tagesspiegel dann Schwierigkeiten bekommen oder mit den ganzen anderen Schundblättern, die noch. Es geht um Sebastian Leber, der wirklich übelste Diffamierungskampagnen gegen ja, einzelne Personen gefahren hat und der wirklich Zersetzungsmethoden angewendet hat. So hier inzwischen sich noch Zeitung nennen, aber inzwischen ganz was anderes sind. Also die sind also ziemlich gleich auf mit dem Stürmer, würde ich sagen. Kann das sein? Vormittagslehrer der. Also, jetzt kommen wir zu den zwei Sendungen von Neues aus Wikihausen. In Sendung 88 von Wikihausen, da seht ihr die, ja, da werden die ganzen Ausschnitte gezeigt und da ist ganz klar ersichtlich, dass das, was der NDR hier berichtet, aus dem Kontext geschnitten ist. Und in Folge 90, da wird diese, ja, NDR-Sendung nochmal besprochen. Schaut euch diese Folgen von Neues aus Wikihausen gerne an. Wie gesagt, von mir jetzt ein etwas kürzeres und spontaneres Reaktionsvideo. Der Kinder unterrichtet, aber in der Freizeit im Internet mit solch zweifelhaften Botschaften unterwegs? Wir wollen wissen, was man in seiner Schule von solchen Internetzitaten hält. Danny Krapp ist Elternsprecher. Ich halte das für. Wir reißen jetzt irgendwelche Zitate aus dem Kontext und legen die Leuten an der Schule vor. Quatsch. Das ist schwierig, aber wir leben in einer Zeit, in der jeder schreiben und erzählen darf, was er denn gerade für richtig hält. Ja, wir leben zumindest noch in einer Demokratie, in der es Meinungsfreiheit gibt und man auch Meinungen äußern darf, die von der der Regierung abweichen. Anscheinend gibt es vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Leute, die das gerne ändern würden. Wichtig ist hier an der Schule für das Team, für die Eltern, dass solche Sachen hier nicht in der Schule
vertreten werden. Und das passiert auch nicht. Dass solche Sachen hier nicht an der Schule fand. Okay, ja, dass man die Kinder halt nicht politisch in eine ganz bestimmte Richtung beeinflusst. Das ist, ich glaube, das ist was, worauf wir uns alle einigen können. Aber das macht Markus Fiedler ja nicht. Ich meine, er hat sich in seinen Sendungen ja immer wieder beispielsweise für den Beutelsbacher Konsens ausgeschlossen, der eben ein Indoktrinationsverbot für Schüler vorsieht. Auf Nachfrage erfahren wir, dass die Schulaufsicht den Fall kennt. Doch auch wenn das Land die freie Schule mit Geld unterstützt, ist die Zuständigkeit begrenzt. Aber solange es keine Beschwerden gibt, heißt das im Umkehrschluss, wo kein Kläger, da kein Problem. Ja, was sollte man anklagen? Die Meinungsfreiheit? Also ihr habt es gerade gehört, die Meinungsfreiheit ist für Journalisten aus dem NDR offensichtlich ein Problem. Das Kultusministerium möchte uns dazu lieber kein Interview vor der Kamera geben. Doch Schulgründer Christian Beckmann ist dazu bereit, trotz kürzlich erfolgter OP. Zu unseren Beispielen sagt er: Ich kann das nicht abschließend beurteilen, weil ich überhaupt nicht mir alles angucke, was irgendjemand veröffentlicht, der hier im Team ist. Und uns ist einfach wichtig, dass das nicht so unreflektiert an die Schüler weitergegeben wird, sondern dass alles, was die Schüler hier lernen, dass es immer ausgewogen dargestellt wird. Die 1970er Jahre. In dieser Zeit, nämlich 1976, wurde in deutschlandweiten Statuten genau festgelegt, was Lehrer in Deutschland dürfen und was nicht. Ja, der Beutelsbacher Konsens, auf den rekurrieren Sie hier und der wird von Markus Fiedler auch immer hochgehalten. Also das wäre etwas, was man als Journalist in einem Beitrag, der ausgewogen wäre, wahrscheinlich erwähnen müsste, wenn man den Beutelsbacher Konsens hier schon so offen anspricht. Kinder in die Lage versetzen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dabei darf die Lehrermeinung nicht aufgezwungen werden. Dennoch dürfen sie ihre Sicht der Dinge äußern. Haben Querdenker damit nicht zu leichtes Spiel, um an Deutschlands Schulen zu lehren? Wo ist die Grenze? Hier, haben Querdenker damit nicht zu leichtes Spiel? Also jeder, der mal, also Querdenkenbewegung, der hat ja gegen die Corona-Maßnahmen protestiert, jeder, der dagegen mal protestiert hat und jetzt irgendwie unter diesem Label Querdenker zusammengefasst werden soll, ja, dem sollte die Meinungsfreiheit genommen werden. Wir brauchen einen neuen radikalen Erlass. Also anders kann man diese Suggestivfragen hier, glaube ich, nicht deuten. Grenze. Tatsächlich ist es so, dass die Lehrkraft ihre eigene Meinung äußern darf, so, solange sie eben noch verfassungskonform ist und strafrechtlich nicht relevant. Und genau das trifft auf Markus Fiedler ja eindeutig zu. Also das ist ja alles verfassungskonform, was er sagt. Er setzt sich ja auch immer für Meinungsfreiheit, für Demokratie ein. Aber wann ist diese Grenze überschritten? Pädagogikprofessor Hermann Veit hat viel... Verdammt, jetzt haben wir von dem Typen von der Gewerkschaft kein denunzierendes Zitat bekommen. Mist, wie framen wir das jetzt, dass wir trotzdem gegen Markus Fiedler hetzen können? Zum Thema Demokratie und Schule geforscht. Verschwörungstheorien zielen nicht darauf, andere zu überzeugen. Also ein Wissenschaftler, der das Wort Verschwörungstheorien so unkritisch verwendet wie der hier, würde ich sehr, sehr skeptisch begegnen. Argumenten, sondern sie zielen wirklich darauf, Aufmerksamkeit. Vor allem, wenn er so pauschalisierend redet. Verschwörungstheorien sind generell nicht dazu gemacht, mit Argumenten zu arbeiten, sondern sie zielen darauf, Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, also dem anderen niedere Motive und keine Argumente unterstellen. Zu bekommen. Und das ist keine Grundlage für schulisches Handeln, für schulisches Lernen. Und deshalb muss man sich, glaube ich, im pädagogischen Kontext sehr einig sein und sagen, also wenn das in Schule auftritt, dann ist das fehl am Platz und das muss Konsequenzen haben. Und Verschwörungstheorien. Ich habe gerade erklärt, woher der Begriff kam. Der kam von Karl Popper und wurde dann von der CIA dazu genutzt, um Kritik an den Kennedy-Morden zu unterdrücken. Beziehungsweise Kritik an der Aufarbeitung des Kennedy-Mordes. Und dieser Begriff, der wird jetzt einfach unkritisch verwendet. Ja, Verschwörungstheorien, das ist was wir ganz klar definiert haben. Bullshit. Das ist nichts, was klar definiert ist. Also es gibt ja reale Verschwörungen. Darf man über die jetzt keine Theorien anstellen? Also jeder Ökonomieprofessor, der modelliert, wie genau ein Kartell seine Preissetzung gestaltet, der ist eigentlich im Sinne des Wortes ein Verschwörungstheoretiker, da ja er halt über Verschwörungen theoretisiert. Also dieser Professor hier eben, entweder der war so lost oder der wurde von Hallo Niedersachsen hier so zusammengeschnitten.
Was sagt Markus F., der Biologie- und Musiklehrer, selbst zu all dem? Er antwortet uns schriftlich. Er sei kein Verschwörer oder Querdenker. Das seien politische Kampfbegriffe. Ja, wie ich gerade erklärt habe. Zumal dieses Zitat hier aus dem Kontext gerissen ist. Wenn ihr das Ganze sehen wollt, dann schaut euch Folge 90 von Wikihausen an. Er mache sich die Reichsbürgerideologie nicht zu eigen und hält unsere Zitate für aus dem Zusammenhang gerissen. Genau das hat er in diesem After Dark bei Fair Talk nämlich gesagt, dass jeder, der ja die so ein bisschen souveräneres Handeln von Deutschland fordert, dass der gleich in die Reichsbürgerecke gerückt wird. Und genau das passiert jetzt mit ihm. Weil er kritisiert, dass das passiert, wird mit ihm genau das gemacht. Sein Internetauftritt, in dem er gegen den NDR wettert, beschert uns von seinen Anhängern zahlreiche Hassmails und eine Morddrohung. Ja, es geht um die Wikihausen-Folge 88 und da hat er eigentlich ganz sachlich den NDR kritisiert für den etwas skurrilen Auftritt, den sie bei ihm hingelegt haben. Sie wollten ihn nämlich, so habe ich das zumindest verstanden, nicht interviewen und haben ihm deswegen schriftliche Fragen geschickt, weil sie nicht bereit waren, dass auch Markus Fiedler das, was der NDR da aufnehmen will, auch mit der Kamera aufnimmt, damit man eben am Ende beide Sichtweisen hat, beziehungsweise damit man am Ende solche Lügen des NDRs leichter widerlegen kann. Ich meine, wir haben ja schon bei vielen öffentlich-rechtlichen Formaten in der Vergangenheit gesehen, dass Personen in eine Falle gelockt wurden und dass dann Interviews, ja, dass dann Aussagen aus dem Zusammenhang geschnitten wurden. Und jetzt hat sich der NDR einfach Aussagen beispielsweise aus dem Fair Talk rausgesucht und die aus dem Zusammenhang, beziehungsweise von After Dark, das ist auch von Fair Talk, die aus dem Zusammenhang gerissen. Aber da kann man es ja relativ leicht nachweisen, weil dieses Video halt öffentlich auf YouTube ist. Eines Unbekannten gegen das Team. Übrigens, auch an dieser Schule in Oldenburg war Markus F. bis 2020 als Lehrer beschäftigt. Doch aufgrund seines Umgangs mit den Covid-Maßnahmen einigte man sich nach einem Rechtsstreit darauf, dass Markus F. die Schule verlässt. Ganz, ganz gefährlich. Corona-Maßnahmen hinterfragen, das darf man nicht machen. Erst recht nicht dann, wenn man sich auch noch für Frieden und Meinungsfreiheit einsetzt, wie Markus Fiedler das macht. Ganz, ganz böse. Sowas muss auf jeden Fall verboten werden im freiesten und besten Deutschland aller Zeiten.